Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Eure Macht erstreckt sich über eure Dimension hinaus. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 16. Juni 2023. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben die Auswirkungen eurer Bewusstseinsrevolution auf dem Planeten Erde miterlebt und müssen sagen, dass sich das, was ihr gemacht habt, in der neunten Dimension sehr gut anfühlt. Jedes Mal, wenn wir euch etwas anbieten, das euer Bewusstsein anhebt und ihr es annehmt und nutzt, profitieren auch wir davon. Das ist im gesamten Universum so. Wir alle leben in demselben universellen Bewusstsein. Wenn wir euch helfen, helfen wir also auch uns selbst. Das gleiche gilt für euch auf dem Planeten Erde. Wenn ihr einem anderen helft, helft ihr in Wirklichkeit euch selbst. Ihr bekommt mehr von dem, was ihr gebt, und das gilt auch in umgekehrter Richtung. Wenn ihr einem anderen Menschen schadet, wenn ihr sogar schädliche Gedanken über ihn denkt, schadet ihr euch selbst. Deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, woran ihr denkt, was ihr sagt, wie ihr euch fühlt und wie ihr schwingt. Und zu wissen, dass ihr die Fähigkeit habt, anderen in den entlegensten Winkeln der Welt mit dem zu helfen, was ihr denkt und wie ihr Energien in diese Richtung sendet. Und wenn ihr Liebe, Licht, Heilung und Mitgefühl aussendet, ist es das, was ihr von euren Mitmenschen zurückbekommt. Ihr habt so viel Macht in euch, und es ist wirklich an der Zeit, diese Macht anzuzapfen und zuzulassen, dass sie das ist, was ihr von Augenblick zu Augenblick erlebt. Jeder Gedanke oder Glaube, mit dem ihr euch selbst davon überzeugt, wie klein und unbedeutend ihr seid, muss an dieser Stelle abgelegt werden, wenn ihr diese Reise des Aufstiegs genießen wollt. Auf dieser Reise des Aufstiegs geht es wirklich darum, euch als mehr zu erkennen, als das, was ihr bisher für euch selbst gehalten habt. Ihr seid nicht klein und unbedeutend, ihr seid mächtig und ihr seid alles, was ihr seid, in Fleisch und Blut. Erkennt dies in euch selbst und in anderen, und ihr seid erwacht. Dann werdet ihr in der Lage sein, alles loszulassen, was euch einschränkt, was euch sagt, dass ihr klein und oder unbedeutend seid. Eure Macht reicht sogar über eure Dimension und eure Erde hinaus, wie wir und andere in den nicht-physischen Dimensionen spüren, wenn ihr in eure Macht eintretet, wenn ihr euch mit der Quelle verbindet. Ihr seid dabei, immer mehr zu den Meistern zu werden, die ihr wirklich seid. Und es ist an der Zeit loszulassen, damit ihr die Fahrt genießen und das Wachstum erleben könnt, das unvermeidlich ist, das Teil des Aufstiegsprozesses ist und deshalb euer Geburtsrecht in diesem Leben. Dies ist ein universeller Aufstieg. Wir alle tun es und wir alle beeinflussen uns gegenseitig, wenn wir uns im Fluss befinden und die Veränderungen, die stattfinden, akzeptieren. Widersetzt euch nichts und niemandem, dann werdet ihr im Fluss sein. Ihr werdet erkennen, dass ihr der Schöpfer von all dem seid und dass alles zu eurem Vorteil ist. Es ist alles für eure spirituelle Entwicklung und euer Wachstum. Und wenn ihr das erlebt, wollt ihr natürlich, dass andere es auch erleben. Ihr wollt den Reichtum teilen. Ihr wollt das Wissen, die Weisheit, die ihr durch eure Wachstumserfahrungen und die erfolgreiche Bewältigung dieser Erfahrungen erlangt, mit anderen teilen. Was ihr in das Universum hinaussendet, wenn ihr Erfolg habt, kommt allen zugute. Alle können von euren Erfahrungen lernen,
auch wenn ihr nie über sie schreibt oder sprecht. Wir sitzen wirklich alle im selben Boot und unterstützen uns gegenseitig auf unserer Aufstiegsreise, und das ist Macht. Das Wissen, dass ihr nicht alles alleine macht, ermöglicht es euch, den Kampf ein bisschen mehr loszulassen und mehr Hilfe und positive Erfahrungen zuzulassen, die andere auf eurem Planeten und in unserem wunderschönen Universum machen. Auch wir sind auf dem Weg nach oben. Wir steigen auf, werden immer mehr zu dem, was wir sind, und wir senden all das Licht, die Liebe und die Positivität zu euch allen auf der Erde. Nehmt euch in eurem hektischen Alltag etwas Zeit, um euch für das zu öffnen, was von oben zu euch kommt. Wir sind der Arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.